Die einsame Pflanze auf einem Beistelltisch oder Regal ist neben dem wohlgeordneten Kleiderschrank praktisch zum Symbol der modernen Minimalismusbewegung geworden. Und ich glaube, die einsame Pflanze ist ein Problem. Ein großes sogar. Denn wenn wir Minimalismus hauptsächlich als eine Ästhetik begreifen, verpassen wir es, denen zu helfen, die nach praktischen Tipps und Hilfe suchen. Was meine ich damit? Nun, Minimalismus hat mir sehr geholfen. Ich bin notorisch chaotisch. Früher, als ich dabei auch noch unglaublich viel Zeug hatte, war das ein noch viel größeres Problem. Denn wer viel hat, muss sich um viel kümmern. Und wer viel hat, der muss viel aufräumen. Nicht gerade meine Stärke. Die Kernidee des Minimalismus ist es, achtsam zu kaufen und zu konsumieren. Mit der Reduzierung von Aufwand, Besitz und Ablenkungen soll es uns gelingen, klarer zu denken, intensiver zu erleben, vielleicht sogar glücklicher zu werden. Sokrates soll einst gesagt haben, das Geheimnis des Glücks liegt nicht darin, nach mehr zu streben, sondern darin, die Fähigkeit zu entwickeln, weniger zu genießen. Gut, das lässt sich nicht beweisen. Also, dass er das gesagt hat. Das Internet hat es nicht so mit korrektem Zitieren, wie dir vielleicht schon mal aufgefallen ist. Aber ja, viele von uns erkennen irgendwann, dass mehr nicht immer besser ist. Im Gegenteil. Oftmals sorgt mehr Haben und Wollen nur dafür, dass wir weniger intensiv leben. Minimalismus ist eine moderne Antwort auf dieses Problem. Wir haben nämlich zu viel Zeug. Die Verfügbarkeit von Waren ist etwas, womit viele von uns bereits aufgewachsen sind. Wenn im Supermarkt mal die Bananen ausgehen, dann fühlt sich manch einer direkt an schlimme Zeiten zurückerinnert. Kommt unser Amazon-Paket mal nach 3 Tagen an und nicht über Nacht, dann fragen wir uns, was eigentlich aus gutem Kundenservice geworden ist. Aber Minimalismus bricht nicht nur mit dem ständigen Neukaufen. Auch die Reize, die uns jeden Tag entgegenplärren, sollen reduziert werden. Hasserfüllte Menschen, Werbung. Schlimme Nachrichtenmeldungen, Werbung. Kommentarspaltenkämpfe, Werbung. Sozialer Vergleich, Werbung. Okay, genug. Ich bin Mensch Nummer 1.734.212, der sich ins Internet wagt, um über Minimalismus zu sprechen. Nicht nötig, jetzt nochmal bei den Grundlagen anzufangen. Worauf wollte ich nochmal hinaus? Ach ja, wenn ich nicht vor einigen Jahren, sondern erst heute auf Minimalismus gestoßen wäre, würde ich ihn vielleicht ablehnen. Und zwar präventiv. Weil ich das Gefühl hätte, er würde mich auch ablehnen. Da heutzutage alles Content sein muss, hat Minimalismus online einen gewissen Stil entwickelt. Weiße Wände, simple Designs, Schrank ausmisten, Versprechungen machen. Gerade die Versprechungen stören mich. Minimalismus ist auf Social Media irgendwie immer Hochglanz. Große, helle Räume, hochwertige Kleidung. Alles ist möglich, wenn wir nur ein paar Dinge aufgeben und uns auf das Wesentliche besinnen. Schön, gebildet, wohlhabend. So sind nicht alle, die über Minimalismus sprechen, aber diese Menschen scheinen doch das Bild zu prägen. Gleichzeitig verpacken Influencer aller Art diese Message 100-mal neu. Die Ironie daran, aus Minimalismus immer mehr zu machen als notwendig, legen wir jetzt mal beiseite. Es gibt Challenges, bei denen Menschen nur noch mit 15 Kleidungsstücken auskommen. Manch einer packt sein ganzes Leben in einen Reisekoffer. Alles schön und gut. Ich gönne es diesen Menschen, wenn sie sich damit wohlfühlen. Aber mich, kleinen, chaotischen Troll, holen sie damit nicht ab. Ich mag es, viele Bücher zu haben, sie anzufassen, Seiten umzublättern. Ich bin schon stolz, wenn ich einmal pro Monat alte Notizzettel entsorge. Ich meine, was ist, wenn ich die doch noch brauche? Ich kann mir auch dann keine hochwertige, jahrzehntelang haltende Kleidung leisten, wenn ich seltener welche kaufe. Als jemand, der wirklich gut damit fährt, häufiger auszusortieren und achtsamer mit Käufen umzugehen, möchte ich, dass jeder es mal mit einem minimalistischen Ansatz probiert. Aber meine Güte, wer auf Social Media guckt, der sieht entweder Extrembeispiele oder perfekt wirkende Menschen. Wo sind die dreckigen, chaotischen Menschen, die ihr Leben nicht wirklich im Griff haben, aber trotzdem mal kräftig aussortieren wollen? Vielleicht haben die einfach erkannt, dass Minimalismus in seiner Grundidee so simpel ist, dass er geradezu ausgeschlachtet werden muss, um relevant zu bleiben. Social Media will mehr, aber Kleiderschränke lassen sich nun mal nicht alle paar Wochen aussortieren. Eine der großen Errungenschaften von Minimalismus ist, dass er einen wundervollen Einstieg in andere Themen bietet. Achtsamkeit zum Beispiel. Bei vielen löst er Gedanken an Nachhaltigkeit aus. Meditation ist meist auch nicht weit. Das soll bitte weiter so sein. Nur dürfen wir nicht erwarten, dass jeder Mensch gleich gut auf Minimalismus anspringt.
Fordern wir nicht ein, dass jeder absolut perfekt nachhaltig und achtsam sein muss? Lassen wir auch diejenigen zu Wort kommen, die nach dem Aussortieren nicht mit einer einsamen Pflanze auf einem Tisch zurückbleiben. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich an dieser Stelle noch über die Vorteile des Essentialismus im Vergleich zum Minimalismus sprechen und darüber, warum sich das nicht so gut vermarkten lässt. Aber heute nicht. Denn eins noch. Um Himmels Willen, können wir bitte aufhören, alles, aber auch wirklich alles, was mit Minimalismus zu tun hat, in weiß, beige und hellbraun zu gestalten? Gebt mir blau, gebt mir bunt. Wisst ihr was? Gebt mir Glitzer-Minimalismus.